19 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September ist in New York der Opfer gedacht worden. An der Zeremonie nahmen auch US-Vizepräsident Pence sowie Präsidentschaftskandidat Biden teil. Vor dem Kapitol in Washington versammelten sich Kongressmitglieder um die Sprecherin des Repräsentantenhauses Pelosi. Bereits in der Nacht gab es an mehreren Orten Lichtinstallationen, die den fast 3000 Opfern der Anschläge gewidmet waren.